da vorhin in der Garderobe passiert? Dann Einbrecher. Einbrecher? Ja. Was für Einbrecher? Böse Einbrecher, ganz, ganz böse. Nee. Also ich hab da auf der Couch geschlafen und... Du hast was? Nee. Ich hab geschlafen und dann hatte ich sie gehört. Nee, ich hab nicht natürlich sofort, ohne zu zögern, todesmutig hinter der Stehlampe versteckt. Moment mal, du hast dich versteckt? Hattest du etwa Angst? Na hallo, ich heiße Chico. Nicht Kommissar Rex. Warum hast du sie nicht verbellt? Ich hatte einen Frosch im Hals. Einen Frosch? Ja, und ich sollte die Kröte nicht schlucken. Das ist doch eine ganz faule Ausrede. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich sie verjagen sollen? Mit einem angsteinflößenden Quack, Quack. Außerdem, hier, Chico war clever. Ich hab sie nicht aus den Augen gelassen. Ich hab sie observiert. Moment mal, du hast zugeguckt, wie sie die Garderobe ausgeraubt haben? Na, die haben ja nichts gestohlen. Die haben ja nur gegen die Couch getinkelt. Nee. Moment mal, die haben was? Na, gegen die Couch getinkelt. Die waren zu zweit. Nee. Und die sind äußerst, äußerst professionell vorgegangen. Moment mal, woran erkennt man denn, dass das Profis waren? Naja, die haben ja sehr gezielt getinkelt, nicht? Nee. Amateure, die hätten die Couch gar nicht getroffen. Chico, warum sollte jemand in die Garderobe einbrechen, um gegen die Couch zu pinkeln? Siehst du, ich hatte gehofft, dass du diese Frage nicht stellen würdest. Was ist, wenn die nur ihr Revier markiert haben? Das Revier markiert? Ja, was ist, wenn die Garderobe schon längst jemand anderen gehört? Und was sollen wir jetzt machen? Ich würde einfach wieder drüber tinkeln. Chico, wir sind in der Zivilisation. Was? Einfach in die Ecke zu pinkeln, ersetzt doch noch keinen Kaufvertrag. Sonst wäre ich auch schon längst Großgrundbesitzer. Aber dann kannst du die Täter sicher beschreiben, oder? Ja, also, warte, die dann an. Oh. Hinter der Stehlampe ist die Sicht sehr, sehr schlecht. Chico? Ja, der eine, der hatte so... Der hatte eine fiese Verbrechervisage. Und der andere... Der wahrscheinlich auch, oder? Hast du sie auch gesehen? Also, die gehörten ganz sicher der organisierten Kriminalität an. Organisiertes Verbrechen? Ja! Was soll das sein, die Pipi-Mafia? Chico, wenn sowas noch einmal vorkommt, dann kassiere ich 50 Cent Toilettengedür. Sag mal, Chico, bist du ja nicht sicher, dass die Geschichte genau so geschehen ist? Ja, können diese Augen lügen?